Und damit herzlich willkommen zurück zu Popschutz richtig stellen. Star Wars The Force Unleashed 2. Ja. Es ist mir schon fast peinlich, das von davor hochzuladen, dass ich diese Lösung nicht selbst gefunden habe, weil die ist ja sowas von billig und logisch einfach nur. Das ist echt peinlich. Aber scheiß drauf. Jetzt können wir nämlich einfach durchgehen und fahren jetzt den Aufzug hier brav hoch. Und dann habe ich nicht mehr weitergeguckt. Wir sind nicht weit von deiner Position entfernt. Wir folgen. Sehr schön. Alle Zugangspunkte sichern. Starkiller, wir sind in der Sicherheitszentrale gegenüber. Wenn wir die Imperialen erledigt haben, deaktivieren wir die Kraftfelder in deinem Sektor. Okay, also die müssen erst die imperialen Truppen auf der anderen Seite erledigen. Ja, das geht aber jetzt gerade ganz gechillt voran eigentlich. Sind ja nicht so viele jetzt gerade hier. Ja, okay, zwei mit den roten Dingern, Lichtschwertern. Aber null Problemo. Wir machen das schon. So, der hat Vergangenheit. Ach, die Moves habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht, kann das sein? Deshalb jetzt Vergangenheit. Schlag dich zur Kommandozentrale durch. Wir treffen uns dort. Ich zerstöre alles, was mir nicht wehren kommt, General. Aber ich muss Juno finden. Ich will nicht entkommen. Entkommen. So. Ist auf jeden Fall, was ich so gelesen habe, deutlich kürzer als die Story von Force Unleashed 1. Ich kann natürlich nicht sagen, ob das stimmt, was ich so gesehen habe, aber die Story ist angeblich deutlich kürzer als die von The Force Unleashed 1. Ach komm. Die kann man echt mit einem Finish einfach so ausschalten. Hey, wo kam der her? Starkiller, imperiale Scharfschützen haben uns festgenagelt. Kannst du uns helfen? Ich denke mal, das kann ich. Dem helfen. Och nee. War noch ein Schildtyp. Jetzt müssen wir wahrscheinlich die Scharfschützen ausschalten, damit der Rampoter überlebt. Was fällt dem eigentlich einfach anzuzünden? Wenn das jeder einfach so tun würde, dann gäbe es keine Ordnung mehr in der Galaxis. So. Okay, flupp und flupp. Der Rampoter kann aber seine Dauerkommentare auch nicht lassen, ne? Hab ich doch gerade. Oder gibt's noch welche? Offensichtlich gibt's noch welche. Okay, wo ich jetzt hin soll, ist mir nicht so ganz klar. Hier runter mal nicht, denke ich. Aber wohin sonst, weiß ich genauso wenig. Wir können nicht weiter. Erledige Junge, ich bin dabei. Ich mach, was du willst. Keine Angst, Rami. Waren das alle? Nein.
Kraftfelder in deiner Gegend aus. Du solltest weiter können. Nö, eigentlich nicht. Also ich kann nicht weiter. Hä? Also wenn mich nicht alles täuscht, ist das Kraftfeld immer noch da. Das ist absolut noch da. Okay, was machen wir dann? Ist die Tür einfach nicht zum Weiterkommen gedacht? Vielleicht gehen wir einfach mal hier weiter. Ja, das sieht doch besser aus. Oh ja, ja, auf jeden Fall einiges los hier. Boah, da hat es kurz geruckelt, weil so viele Gegner durch die Luft geflogen sind. Das ist ja cool. Komm, spring auf ihn drauf. Geht doch. So, jetzt wieder das Mini-Spiel. Ach, verdammt. Das haben wir gerade ziemlich verkackt. Nochmal. So, diesmal was richtig gemacht. Der lässt sich wieder wegfinischen. So. Die lassen sich eigentlich auch halbwegs leicht dem Erdboden gleich machen. Kann man eigentlich auch so eine Mischung hier raus machen. So, was kommt jetzt hier wieder? So klang das gerade. Wie heißt das denn überhaupt? Ist egal. Darum geht's hier nicht. General, die Bomben haben die Brücke zerstört. Gibt es einen anderen Weg? Ich sehe mal, was ich tun kann. Diese Bomben haben also die Brücke zerstört. Boah, ich überlege gerade. Ich habe ja jetzt schon zwei Star Wars Spiele Let's Played. Und ich bin mir zu 100% nicht sicher, dass ich als Let's Play Ende des Jahres, wenn es dann auch wirklich rauskommt, auf jeden Fall Star Wars Battlefront, das was dann rauskommt, machen werde. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, für die, die bis hier zugeguckt haben. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr gerne auch einen Let's Play von Star Wars Battlefront 1 und 2 sehen würdet. Wie denn? Völlig verrückt geworden, wie soll ich den Transportschiff ausschalten? So wahrscheinlich. Versuche die Transportschiffe mit diesem Tie-Fighter zu erledigen. Oh, ist, der Tie-Fighter ist daneben geflogen, im Ernst. So. Wir konnten ein Stück vorrücken, aber es gibt immer noch Widerstand. Ja, wundert dich das, Rami? Es gibt immer Widerstand bei den Separatisten. Ob mit ihren 55 Millionen, Milliarden, was weiß ich, für Droiden. Oder jetzt mit den mindestens genauso vielen Sturmtruppen. Die sind eigentlich so einfach auszuschalten, dank dieser Finisher-Moves.
Und die Finisher-Moves sehen auch noch cool aus zusätzlich. Das ist eigentlich eine perfekte Kombi. Bei denen bin ich mir nie sicher, wie viel brauche ich letzten Endes von Blitzen oder sowas, um die auszuschalten. Weil die fliegen immer irgendwie so ein bisschen rum. Bei denen weiß man nie so genau, was mit denen jetzt abgeht. Huh? Zwei direkt, na sicher. Na sicher doch. Ist zwei. Bleibt mir gleich die Stimme weg. Ist zwei gleichzeitig vielleicht ein bisschen heftig, Leutis? Na, ja, wir machen das schon. Wir müssen jetzt nämlich wieder den Button smashen und dann einen Knopf schnell drücken. Und dann ist der erste schon Vergangenheit. Ich werde auf jeden Fall mal am Ende des Let's Plays nachgucken, ob es vielleicht nicht irgendwelche Bonusinhalte für das Spiel gibt. Wenn ja, und die jetzt nicht irgendwie ein paar Millionen, Milliarden, was weiß ich, kosten, dann kann ich die mir mal kaufen und auch noch Let's Playen. Und es gibt ja auch noch Herausforderungen, die kann man sich auch mal angucken. Schaden kann es ja nicht. So, next try. So, hat doch geklappt. Okay. Jetzt geht's hier lang. Ich helfe dir. Komm hier rüber. Nicht so leicht. Oh. Ach komm, jetzt spring doch nicht immer da runter, du Vollidiot. Boah, so endlich. Was siehst du? Vader hat sie. Da, ganz oben in der Stadt. Die Hauptwege in die Stadtmitte sind versperrt. Ich habe ja, das keine Problem. Ahnung, wie wir dorthin gelangen sollen. Ich finde schon einen Weg, General. Ach, sind wir jetzt schon wieder auf uns allein gestellt? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das war wohl nicht dafür gedacht, aber... Starkiller, ich weiß, dass du Zuno finden willst, aber wir brauchen dich. Im Krieg kann ein einziger Jedi das Blatt wenden. Ich bin nur wegen Zuno hier, General. Verdammt, wir brauchen dich an der Front! Die Imperialen haben die Sicherheitszentralen zurückerobert. Scheiß drauf. Jetzt? So, jetzt geht das Lichtschwertbekämpfen wieder los. Ist vielleicht ganz gut, dass die Story so kurz gehalten wurde. Das ist auf Dauer vielleicht doch dann etwas einseitig. Wenn die Story jetzt zum Beispiel doppelt so lang wäre, dann würden wir eigentlich die 8 bis 10 Stunden würde ich mal sagen, das gleiche machen. Das wäre auch nicht so witzig. Das wäre wirklich blöd. Wie müssen wir den hier machen? Aha, jetzt müssen wir diesen Button drücken. Und dann den.
immer was anderes. Sieht aber lustig aus. Und macht Club Update. Ja, den Rückstoß benutzen wir eigentlich recht viel. So, werden wir den einfach mal updaten. Das haben wir ja jetzt gerade schon gemacht. Bringt das jetzt irgendwie viel? Ja, das war jetzt gerade aber nicht der Rückstoß. Da habe ich das Falsche gedrückt. Ey. Autsch. Das tut weh, du verdammter Scheißroboter. Wie viele haben die von denen, ey? Naja, ist ja scheißegal. Wir müssen ja eigentlich immer nur das gleiche Quicktime-Event machen und dann haben wir es geschafft. So, komm, du scheiß Robi, ey. Ja, der ist auch so tot. Da brauchen wir gar kein Quicktime-Event. Oh Mann, diese Roboter, die Roboter finde ich auf Dauer eigentlich nerviger als die Klone. Die Klone abzuschlachten mit dem Lichtschwert, das macht einfach Fun. Das macht auch immer Fun. Aber bei diesen ganzen Robotern ist es auf Dauer einfach nervig. Immer und immer und immer und immer einschlagen und es dauert ewig lange, bis sie mal umfallen. Und dann muss man immer das gleiche Quicktime-Event machen. Ich finde, die hätten mehr normale Klone und wieder machen wir das Update. Na, machen wir das auch noch. Ja, da hinten sieht man schon in der Ferne die nächsten Roboter rumstehen. Die schießen sogar schon auf uns. Finde ich wieder dumm einfach. Ja, da hinten steht schon wieder der nächste. Der ist wie so eine Robo-Mall hier. Dass es hier keinen Spaß macht. Und Malls sollen ja eigentlich zur Unterhaltung dienen. Aber ist ja nichts daran, dass ich das Spiel ganz gerne mal durchkriegen würde. Ergo bleibt uns eh nichts anderes übrig, als diese ganzen Roboter hier zu Altmetall zu verarbeiten. Also machen wir das einfach. So, ich glaube, das waren jetzt mal langsam alle. Boah, wenn jetzt da hinter dieser Kurve schon wieder Roboter kommen, ganz ehrlich. Oder hinter der Kurve, ist ja egal. Hm, na, noch keine. Und hier hätte es einen Speicherpunkt geben sollen, weil der perfekt für das Beenden dieses Parts wäre. Es gibt keinen, aber wir können das Spiel auch einfach so speichern. Das ist der Vorteil am Ganzen. Deshalb würde ich jetzt sagen, bis zum nächsten Part. Tschüss und auf Wiedersehen.